Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Call of Duty World at War 2. Wir spielen Kampagne, den ersten Teil, D-Day. Und ich würde sagen, wir starten. 6. Juni 1944, D-Day. Wir werden in die Normandie einfallen und Frankreich von den Nazis befreien. Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. Wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Football-Team. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Stiles will ein Fotograf fürs Live-Magazin werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael, Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Sassmann dreimal in 10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Auch nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sassmann. Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Mhm. Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst baden. Verdammt! Aiello hatte Kraft für 2 Männer. Na, sagt man, gibt Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstirnig wie 6. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ja, ich hol mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, warte. Na dann viel Glück. Oh! Na los, Besprechung um 1800. Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sassmann.
Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleibt nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt oder nie. Jetzt geht's los, Leute. Ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Die Grafik ist einfach unwerfend geil. Und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil da durch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. Sicher? Okay, ziehen wir in den Krieg. Die Strände wurden doch schon gesichert, oder? Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir. Das sollten Sie. Ich hätte auch schon richtig Schiss davor. Klar doch. Und hier werden sie alle abgeschlachtet. Oh Mann. Geht das schon gut los auf jeden Fall. Dem fehlt der halbe Kopf. Der hängt über die Ecke rüber. Läuft. Jo. Ich hatte nicht vor, stehen zu bleiben. Jesus, Maria. Gehen Sie zur Mauer!
Wir müssen einen Weg zu den Burkhardt freiräumen! Dem fällt das Bein. Läuft bei ihm. Die Bangalore. So, komischer Metallstab. Das ist meine Lieblingswaffe, die PPSH. Erinnert mich ein bisschen an die PP Bison von CSGO. So, jetzt kurz zu Bangalore ranplatschen. Daniel, nutze die Bangalore, ich gebe Deckung! Jo, gib, mach das. Zu dem Bunker vorrücken. Fast geschafft! Okay, das Ding soll jetzt was machen? Zünden! Sprengung! Okay, das hat viel Kabums. Und rein geht's. Ja, lauf. Super. Hat schon mal gut geklappt. MP40, die soll noch geiler sein, habe ich gehört. Ah, vielen Dank. Oh, die ist besser. Und noch ein Reservepaket. Da ist wieder on top ist das Aim. Aber kennt man ja nicht anders, ne? Mal wieder aufheilen hier. So, weiter geht's hier. Nicht mit mir, nein. Sollte mal besser zielen lernen, auf jeden Fall. Das hat gesessen. Was bist du denn? Schon viel besser. Ja,
Nix ist. Erster gesichert. Er ist gesichert. Bewegung. Gibt doch bestimmt auch hier irgendwie irgendwelche Sachen zum Einsammeln, oder? Wie in jedem Call of Duty. Irgendwelche Operationsgegenstände, also irgendwelche Gegenstände, Sammelgegenstände, keine Ahnung. Das gibt's immer. Egal, nicht jetzt. Wo ist denn jetzt hin? Hallo? Lass mich durch. Muss also weiter hier, okay. Okay, das ist gestorben. Oh, sorry. Sorry, Bro. Werfe Granate! Werfe eine Granate! Das lief doch. Was für Dreck, Georgienki? Was ist los mit dir? Was war das? Oh, nett. Ach komm, scheiß drauf. Amerikanische Granate! Ist so anders mit der deutschen Granate, oder was? Okay, was ist hier? Ah, okay. Ja. Dass man nicht komme. Hab den Verbandkasten. Noch eine andere Quelle überleben wir nicht. Das war ziemlich schlecht von mir, ich weiß. Muss auch wieder gut machen, weil wir die hier wieder zulegen. Brauchen einen Verbandkasten. Ah, cool. Noch einen? Ach, schade. Flammenwerfer, ich liebe Flammenwerfer. Stirbt. Der ganze Kasten beschafft, okay. Ich wundere, wenn ich immer ein bisschen gucke, aber meistens gibt es immer irgendwas zum Mitnehmen. Aber nicht danach aus. Ne, sieht nicht danach aus. Gibt es ja diesmal keine Wettgegenstände, die man mitnehmen kann. Komisch. Jetzt müssen wir wieder. Ne, müssen wir kurz nach oben. So ein auffüllen. Jetzt müssen wir wieder zurück, richtig? Ja. Dann brennt ihr erstmal. Brennt auch. So. Gehen wir in den nächsten Bunker. Alle
Ups, das war also nicht geplant. Das leuchtet so komisch. Okay, cool. Jojo, machen wir. Ja, es musste doch irgendwas zum Einsammeln geben. An sich. Hey, das ist doch bei jedem Kopf für die so. Irgendwas kann man immer einsammeln, aber ich weiß nicht was. Naja gut, ist dann eben so. Mal das nachladen. Was steht hier eigentlich? Wir halten bis zum letzten Mann. Ja, gut, dann tut ihr das eben. Ist dann halt so. Kopf nicht sehe. Komm hoch. Näher an uns. Bitch. Ich fahre einen Babawagen. So. Heim uns erstmal, würde ich sagen. Und hier, ich will auch noch einen von dir haben. Hier. So, habe ich wieder mal eine 4 voll. Okay. Gucken wir so eine Aktion wie bei MW2 oder MW3. Ich weiß nicht genau, welchen Teil das war. Ist das schon eine Mission jetzt zu Ende, die erste, oder was? Dann gehen wir schnell. Oh, scheiße. Okay. Nein, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, mein Lieber. So, was jetzt? Fuck! Eins oder Rad? Ist das dein Ernst? Na, gut. Machen wir nochmal. So. F? Und was kommt jetzt? C. Okay. Ich hab's geschafft. Der Deutsche ist tot. Und komm tot. Her, Kumpel. Kann nicht laufen. Oh, scheiße. Wir nehmen dich schon mit. Mich weg von hier. Wir schaffen das, Sassman. Wir schaffen wir das. Bring dich hier raus. Halte durch. Sorry. Komm schon. Du, wir schaffen das. Wir müssen zum Verwundeten-Nest. Er ist ja nicht so weit weg. Okay, doch. Siehst du? War doch easy. Rüber. Komm. Ja, das nenne ich sicher. Wieso? Du einfach nicht? Flammenparty. Yay! Halte durch! Den Kopf unten halten! Wo seid ihr? Wo seid ihr, Leute? Da sehe ich doch einen. Da sehe ich auch einen. Und da sehe ich auch einen. Der war nice. Komm, Sassman. Halt durch. Wir müssen weiter. Ich hab dich. Scheiße. Hier kommen wir runter. Ich hab dich.
Echt jetzt? Treffe ich nichts oder was? Immer so, drei Sauberschüsse. Du musst es zudrücken! Kommen Sie rauf! Los, los! Jojo. Dankeschön, wer auch immer da geschossen hat. Dankeschön, Dude. Okay, bleib bei mir. Sanitäter! Auch im Morphium! Du überlebst das. Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Genau, sie warten alle auf dich. Wirklich? Klar tun sie das. Ich, kann ich... kann ich das Mädchen nochmal sehen? Sein Ernst? Ist das dein Ernst? Schon gut. Ich sehe eh nichts. Ich leg mich einfach schlafen. Nein, nicht schlafen. Nein, nein, nein. Du musst wach bleiben. Hey. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Ich mach das! Weg da! Ja, ist ja gut. Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPF-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand. Gehen wir! Was ist GPF? Wir kommen wieder zurück. Kontrollieren Sie die Munition und Granaten. Wir haben ihn gehört. Die Straße lang. Bewegung! Ja, gib mir Munition. Ich brauche Munition, Sir. Bitte, Sir Private. Dankeschön. Bewegung! Die reißen den Strand in Fetzen! Schmeiß eine Granate! Werf eine Rauchgranate! Gut, das hat viel gebracht. Komm schon. Hoch. Und der Panzer ist da. Sorry, ich habe irgendwie Frosch im Hals. Oh Gott. Jetzt kannst du mir Munition geben. Okay, Männer, folgt mir zum Sammeln. Oder nicht. Dann nicht. Wo muss denn hin? Achso, dahin. Pearson. Brauche einen Bericht über die Verluste. Zasman? Ja, Zasman. Daniels. Ach. Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Wird er wieder gesund? Ja. Sie haben ihn zusammengeflickt. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Das sagt er jetzt. Hey, was du da getan hast. Danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Wir stehen das durch.
Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Rückenkopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kamm. Willkommen in der verdammten ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Das stimmt wohl, ja. Das sind wir. Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber sie haben ihren Mann gestanden. Danke, Sir. Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Natürlich. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern. Aber eins ist sicher, er war heute nicht mit uns am Strand. Ich wusste, dass es irgendwas zum Einsammeln gibt. So, auf jeden Fall, danke Leute fürs Zuschauen. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, bewertet das Video, schreibt einen Kommentar. Folgt mir auf Twitter, weil ich ein Frage- und Antwort-Video machen möchte. Und ja, das war's dann auch. Wir sehen uns um 18 Uhr, wenn das nächste Video online geht. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!